Willkommen zurück, meine lieben Freunde, mittlerweile zur gleich siebten Aufnahme von meinem Let's Play Civ 6. Ja, die letzten paar Mal ist nicht allzu viel passiert. Wir warten darauf, dass unsere Zentren, unsere Bezirke quasi in den Städten fertig werden. In Argos zum Beispiel die heilige Stätte, damit wir endlich eine Religion gründen können. In Athen ist letztens der Hafenbezirk fertig geworden. Wir werden wahrscheinlich da auf den Berg dann noch einen Handelsbezirk bauen und dann noch einen Kulturbezirk. Das ist ja der Spezialbezirk, den die Griechen haben. Ja, aber zuerst bauen wir dann noch unseren Händler, unseren zweiten. Den brauchen wir, damit wir mehr Sachen produzieren können, unter anderem mehr Straßen. Vielleicht schaffen wir es dadurch auch, die Römer von uns fernzuhalten, wenn wir Handel mit ihm treiben. Naja, machen wir einfach weiter mal. Was haltet ihr davon? Wir geben euch das, ihr gebt uns das. Was haltet ihr davon? Wir geben euch das, ihr gebt uns das. Und noch ein Gold pro Runde. Okay, ich hab's befürchtet. Willst du mir ein Gold geben? Wow. Nicht mehr. Ach, Pfeif drauf. Auf seine Gold kann man verzichten. Habt vielen Dank. Ja, finde ich auch. Dadurch müsste sich eigentlich die Annehmlichkeit unseren Städten. Wieso ist das noch 100 plus 1? Verstehe ich nicht. Müsste es durch das Handelsgut nicht gestiegen sein? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das Handel, ich verstehe das System überhaupt nicht. Luxusgüter verbessern. So, na schauen wir mal. Ja, dieser Hubschrauber macht noch immer nichts. Dieser Hubschrauber kann sich eine Runde ausruhen. Schauen wir mal. Was so ein Schwertkämpfer drauf hat. Und weg mit ihm. Schon ein ziemlicher Rums, den der macht. Ja, Feiglinge, jetzt geht's natürlich wieder weg. Wenn das Töten natürlich ist, wieso müssen Menschen dann eine Ausbildung machen, um es zu lernen? Das ist eine coole Dings, ein cooler Spruch.
Naja, wir haben zwei rote Veteranenstatus. Das heißt, wir müssen, naja, okay, um Lager besser zu bauen. Ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht sollte man dann wirklich ein Lager mal bauen. Vielleicht sollten wir das Manöver wegtun, oder? Was haben wir da? Schwere und leichte Kavallerieeinheiten. Das ist ja überhaupt bescheuert. Nah- und Fernkampfeinheiten, wenn schon. Ach Gott, ich bin so idiotisch. Ich sollte mir das immer genauer anschauen. Weil ich will ja noch einen. Ich will ja noch einen. Bezirksplaner haben, bla 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 bla. Okay, Mathematik, wir haben drei verschiedene Bezirke. Finde ich gut. Endlich. Dieser Hoplit macht nichts. Dieser heilige Mann geht darüber und gründet eine Religion. Hurra! So, Händler. Wohin können wir gehen? Eritrea. Ist vielleicht gar nicht mal so blöd, um dort der Straße hinzubauen. Da gibt es eine Straße von Eritrea weiter nach. Longxi. Es bringt zwar nur 3 Gold, aber wir machen unsere Straße darüber. Puh. Wäre natürlich eine interessante Sache. Nach Rom kriegen wir hier einen Glauben. Keine Ahnung, das ist so viel besser sind diese ganzen anderen Sachen auch nicht. Und Eritrea kriegt durch eine Dings eine Straße. Ach, wieso nicht? Finde ich gut. Seitenstraße quasi. Dann machen wir dich mal besser. Na super. Na toll, das habe ich gut gemacht. Woher kommt der zweite da? Idiot. Ich hoffe, darüber leben wir. Dann haben wir nämlich die nächste Runde. Zumindest eine Runde das. So, wir brauchen Ausrüstung. Was haben wir gesagt als nächstes? Verteidigungstaktiken. Als Söldner brauchen wir noch. Okay, machen wir Verteidigungstaktiken als nächstes. Mit etwas Glück erklärt sogar noch jemand den Krieg. So, in Athen bauen wir Stadtmauern. Nein, wir bauen einen Bogenschützen. In Korinth bauen wir Stadtmauern oder noch einen Händler. Stadtmauern. Du stehst so gut da, um angegriffen zu werden. Außerdem will ich den Dings, außerdem will ich den Bonus haben, den die Stadtmauer bringt. Argos, du brauchst nur vielleicht einen Händler oder einen Schrein. Du bist eigentlich relativ angenehm gelegen, was das betrifft. Was ein Händler oder ein Handwerker? So.
Bonus für Mathe. Wir können noch einen Dings. Gut. So, wartet mal. Die Griechen. Ich nehme immer zu Rhetorismus. Egal wer wir sind. Ändern. Das ist nicht Zarathustrismus, sondern Zoroatrismus. Naja, wurscht. Bestätigen. So, jetzt müssen wir noch irgendeine irgendwas dazu machen. Wir wollen Kultur. Wir wollen einen Kultursieg. Schreine und Tempel bringen Kultur gleich hier im Glaubensertrag. Nö. Bringen plus 4 Glauben. Hm. Schreine und Tempel bringen Nahrung gleich im Glaubensertrag? Nö. Schreine und Tempel bringen einen Wohnraum. Das klingt schon eher nach dem, was wir brauchen könnten. Gebäude mit Theaterplatz, Bezirk und Campus können mit Glauben gekauft werden. Hm. Annehmlichkeiten in Städten mit 2 Spezialbezirken. Hm. Echt schwierig. 1% Produktion für Bürger in der Stadt mit dieser Religion. Hm. Schreine und Tempel bringen Nahrung gleich im Glaubensertrag. Bringt uns das, wenn wir keinen Glauben produzieren? Nehmen wir das. Wohnraum. So. Haben wir da auch irgendetwas, um Schreine und Tempel zu verbessern vielleicht? Dann würde sich's noch mehr auszahlen, Schreine und Tempel zu bauen. Mhm. Kauf von Missionaren ist billiger. Schaut irgendwie nicht so aus. So, da gibt es die Spezialgebäude. Synagogen bringen plus 5. Warte mal. So. Plus 3. Die bringen alle plus 3 Glauben und noch irgendwas. Außer die Synagogen, die bringen plus 5. Die zum Beispiel bringt eine Annehmlichkeit. Die bringt 2 Wissenschaft. Die bringt noch einen Wohnraum. So, das haben wir jetzt eh schon mit dem Schrein und Tempel gemacht. Der bringt 2 Nahrung. Ein Feuertempel, der wird zum Zoroastrismus passen. Hm. Der wird immer besser, der Feuertempel. Je länger er steht. Leihendienste. Jede heilige Stätte und Theaterplatzbezirk in einer Stadt mit dieser Religion bringt plus 1 Glauben bzw. plus 1 Kultur. Das ist gar nicht einmal so schlecht, nachdem wir sowieso Theaterbezirke möglichst viel bauen wollen, nachdem es unser Spezialbezirk ist. Hm. Das ist das gleiche mit Campus- und Handelsbezirken. Wurscht. Machen wir das. Wieso nicht? Diese Religion. So, ich habe keine Ahnung. Im Endeffekt habe ich keine Ahnung, was diese Dinger da machen. Ich habe zwar nebenbei jetzt ein anderes Spiel, eben wie schon gesagt, gestartet. Und hab dort auch ein bisschen mit Religion gemacht, aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, was ich getan habe. So, die Gründung einer Religion durch euren großen Propheten inspiriert zu tieferen Gedanken über die Natur des Göttlichen. Wir haben einen Bonus für Theologie bekommen, finde ich gut. Und wir haben noch einen Gesandten, den wir auch verschicken können.
schicken wir den nach Kabul. Wieso nicht? In Kabul würde er nämlich gleich mal... die Stadt für uns einnehmen quasi. Finde ich gut. So, was ist das große Werk? Wir könnten... große Werke, so wie beim alten. Das ist interessant. In dem sumerischen Spiel, das ich spiele, gibt es das nicht. Wird es immer mehr, je nachdem, was man erforscht. Okay, Schwertkämpfer. Tu dein Schlimmstes. Hinterher. Ah, ich hätte dich. Achso. Na gut, nächste Runde. Handelt mit Indien, wie ungewöhnlich. So große Nachbarn sind. Uff. Ach nein, wir haben es nicht überlebt. Ich habe es befürchtet. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Das klingt lustig. So, wir können ein Industriegebiet bauen. Das braucht Minen in der Nähe. Finde ich gut. So, der ist hinüber. Das heißt, wir müssen dann einen neuen bauen. Wir haben neue Stadtstaatenquests. Karthago will was? Eine Eingebung für die öffentliche Verwaltung. Hattusa möchte einen Campus und Kabul hätte gerne einen Heureka für Militärtechnik. Militärtechnik. Nein, das war die Inspiration. So, Militärtechnik. Taktik ist das. Wo ist Militärtechnik? Massenproduktion. Militärtechnik da. Baut ein Aquädukt. Echt jetzt? Puh, das brauchen wir glaube ich gar nicht. Die haben alles, haben alle Trinkwasser. Der ist am Fluss. Korinth ist am Fluss. Oh, aber Athen ist nicht am Fluss. Hier neben dem Berg. Ich glaube, das muss man immer am Berg bauen. Kann das sein? Na gut, was war das erste? Öffentliche Verwaltung. Inspiration für öffentliche Verwaltung. Da ist die öffentliche Verwaltung. Für Bonus lasst Bevölkerung einer Stadt auf 10 wachsen. Uff. Ob ich das schaffe? Ich meine, Athen ist schon auf 7. Ich schaff's ja noch nicht einmal. Naja. Kann man jetzt auch nichts machen. Das sind halt die Quests, die wir gekriegt haben. So, Hoplieb, was machst du? Du stehst da blöd rum. Du bleibst auch blöd rum stehend. Was ist danach? Du bleibst auch blöd stehen. So, na, du gehst in die Richtung. So, Forschung wählen. Ja, machen wir Mathematik, oder? Petra. Chemiker kriegen wir dann bald, weil wir haben
haben schon die Stadt mal im Anschlag. Huch, was ist das? Ach, man kann die auch verlagern. Er produziert nicht genug Nahrung, um die Bevölkerung anwachsen zu lassen. Schau an. Na, dann will ich doch hoffen, dass die Mühle bald fertig ist. Ja, dann sollten wir es schaffen. In Wirklichkeit. In Wirklichkeit glaube ich nicht, dass wir den brauchen. Genauso wenig wie den hier. Auf sie mit Gebrüll. Die kriegen nämlich einen Malus gegen normale Nahkampfeinheiten. So. Bogenschützen haben und wir wollen möglichst viele Landeinheiten haben. China ist im Mittelalter, da finde ich gut. Für China ist es zumindest gut. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip diese Dinger daherkommen, so dieses dumme Lager zerstören wir jetzt endlich. Endlich. Nach 300 Jahren bescheuerter Belagerung. In diesem Spiel geht es viel langsamer voran. Also die Truppen sind so viel langsamer beim Bewegen, das ist echt mühsam. Schnee gekommen. Dass wir irgendwo weiter wegschießen können. Ja, genau, geht nur nach Eritrea. Idioten. So, puh, Gott sei Dank. Machen wir noch eine Stadtmauer jetzt rein? Oder machen wir jetzt das Handelszentrum? Oder machen wir die Akropolis? Akropolis klingt gut. So. Bringt das? Jedes Wunder, das angrenzt,
der angrenzende Bezirk und das Stadtzentrum. In Wirklichkeit geht's da oder da. Ich bin für hier und dann bauen wir das Handelszentrum hierher. Das bringt dann nochmal plus 1. Oh, das wird auch schnell 4 Runden. Oder wird denn die so schnell? Ich interessiere mich nur für Menschen, die meine Zeit würdig sind. Ihr seid offenbar so jemand. Du schaust so gelangweilt aus, immer wenn du das sagst. Für all jene, die es nicht wissen, Kleopatra war übrigens auch Griechin. Die hat nun in Ägypten geherrscht, aber das war schon zu den Ptolemäern. Die haben sich zwar... Was machst denn du da? Weiterhin nichts. Okay. Schade, diese Leute hier, die gehören aufgehalten. Athen braucht mehr Wohnraum. Yay, Eritrea hat Dings gebaut. So, was bauen wir dort als nächstes? Kornspeicher? Nö. Stadtmauern? Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd an dieser Stelle. Nein, wir brauchen Handwerker. Wir brauchen Handwerker, außerdem gibt es da Kupfer, Eisen und Pferde. Das ist zwar alles... Hey, von meinen Gesandten. Wie ist denn das da? Gandhi hat auch 3. Aber Kabul. Die bringen mir jetzt nicht diesen Hopliten da um. Das wäre ein herber Rückschlag. Sie schießen hier auf meine Bogenschützen. Wer schießt? Ja, wo schießt sie da auf wen? Oh, das ist gewagt. Damit wenn ich meine Studie neu beginnen würde, würde ich Platos Rat folgen und mit der Mathematik beginnen. Schneller. Yay, und die Stadtmauer ist fertig. Dadurch haben wir den Bonus für Maschinenbau gekriegt. Finde ich gut. Du bleibst stehen. Ich
auf die mal. So. Ach, was? Und eine Beförderung haben wir auch gekriegt. Schlechter Ort. Da, da wo Stockholm sein sollte. Wobei anders jetzt wirklich neues Zeug ist da natürlich nicht, obwohl Wale. Wale haben wir noch nicht. Ja, wieso nicht? Wer weiß. Schauen wir mal. Das ist ganz gut. Das Aquädukt brauchen wir ja für Dings. Eh schon wissen. Für Inspiration. So, Korinth. Was brauchen wir in Korinth? Wir brauchen Wohnraum. Das heißt, wir brauchen einen Kornspeicher. Ah, wir haben auch schon wieder Geld. Wir sollten vielleicht ein Handwerk kaufen. Weg da, sonst kriege ich einen Rappel. Ja, das wäre schön, wenn irgendwelche Papaan. Du machst nichts. Du bist nicht da hier und tust so, du bist nicht da. Ziemlich gewagter Zug von dem Hobbiten. Ausrüsten können noch. Ach ja. So, Korinth braucht, wie schon gesagt, das haben wir eh schon gemacht. So, irgendwelche Einheiten noch. Du gehst bitte dahin und unterstützt ihn. Bei was auch immer er vorhat. Und an dieser Stelle, Herrschaften, machen wir für heute wieder Schluss. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.